Hallo liebe YouTube-Freunde, 5000 Abonnenten sind erreicht. Wir freuen uns. Marco ist da. Marco kommt heute auch mal auf die Kamera. Genau. Vielen Dank für 5000 Abonnenten. Wir freuen uns natürlich sehr. Ja, Wahnsinn, was ihr alles kommentiert und zuschaut. Und ja, das ist eigentlich schon echt cool, dass wir so vielen Menschen mittlerweile was näher bringen können, was eigentlich schon fast in Vergessenheit geraten ist. Ja. Marco hat gesagt und einige von euch haben gesagt, wir sollen mal schräge Kunden aufnehmen. So wie die Kunden uns entgegengekommen sind oder nicht entgegengekommen, wie sie uns gegenüber verhalten haben. Da wollten wir jetzt mal einen Dreh draus machen. Mal erzählen, was uns so im Laufe, was mir, eher ja nicht so, aber mir im Laufe unserer ganzen Zeit Fernseher reparieren, über 50 Jahre alles so begegnet sind, was das für Kunden waren, die uns reingelegt haben oder reinlegen wollten. Ja, genau. Dafür gehe ich jetzt mal hinter die Kamera. Noch einfach nochmal kurz danke für euren Support und alles Mögliche, dass ihr euch das alles anschaut und immer fleißig kommentiert. Ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich gehe hinter die Kamera und dann hören wir mal ein paar Stories von früher, dem Alltag mit den Kunden. Schräge Kunden war mein Thema. Mein Thema nicht nur, aber von euch das Thema und von Marco das Thema. Schlimm war's. Wir erzählen jetzt mal, was uns alles passiert ist. Schlimm war's, wenn ein Kunde sagte, mein Mann hat schon mal nachgesehen an dem Fernseher oder an dem Radio, je nachdem, hat schon mal nachgesehen, was dabei ist und hat schon mal die Sicherung gewechselt. Und dann auf einmal gab's einen Schlag, der Mann ist umgefallen, lag neben dem Fernseher und jetzt soll der Fernsehdoktor kommen und der soll uns helfen. Na gut, was habe ich gemacht? Bin hingefahren und habe den Fernseher mitgenommen. Der Mann war ja wieder heile, das war ja kein Thema dabei. Aber das ist passiert. Oder auf der anderen Seite, dann kommst du rein bei der Kundschaft und sagst, guten Tag und Fernseher reparieren. Und dann fing die Frau gleich an. Aber mein Mann hat schon alle Röhren im Institut prüfen lassen. Die haben Möglichkeiten, um die Röhren zu testen und hat festgestellt, welche Röhren ganz sind oder welche kaputt sind. Das machen wir deshalb, denn er war schon mal ein Fernsehtechniker beim Nachbarkunden und er hat Reparatur bezahlt für Röhren, die gar nicht kaputt waren, die waren heile gewesen und das sollten wir bezahlen und das Sache beugen wir vor, wir haben die Röhren getestet, also stellen Sie uns keine Röhren in Rechnung. Naja gut, Kunde repariert und aufgestellt und so weiter, bezahlt hat er trotzdem. Ein anderer Tag, der Kunde hat das Gerät repariert bekommen, das Kunde wurde aufgestellt und fertig, zwei Tage später, kassiert, fertig. Dann ruft der Kunde wieder an und sagt, das sind nicht meine Röhren drinne. Ich sage, wie, was heißt nicht Ihre Röhren drinne? Das alles per Telefon. Ja, mein Mann hat auf alle Röhren so kleine Punkte drauf gemacht und hat mein Mann den Fernseher wieder aufgemacht und hat geguckt, ob auf allen Röhren die Punkte drauf sind. Jetzt fehlen an zwei Röhren die Punkte. Naja, was soll ich dann sagen? Wir wollten die Leute nicht betrügen, habe ich gesagt. Naja, wir haben einen Röhrenprüfschrank, da sind alle wertvollen Röhren drin, von allen Röhren, die es gab. Eine Röhre, die zogen wir raus, steckten die rein in das Gerät, kontrollierten, ob das Gerät geht oder nicht geht. Dann kam die Prüfröhre wieder rein in den Prüfschrank und es wurde aus dem Lager eine Röhre geholt, die wurde reingesteckt und damit hat der Kunde eine neue Röhre gehabt, ja. Das hat der Kunde nicht geglaubt, hat gesagt, ja, dann habe ich ja jetzt die Prüfröhren. Ich sage, ja, das sind ausgesuchte Röhren, die sind besonders gut. Seien Sie heilfroh, dass Sie so eine gekriegt haben. Damit war die Sache erledigt. Dann eine andere Sache. Das war ein Ding, das habe ich ja mein Lebtag nicht vergessen. Truhe, Fernsehtruhe, Radiotruhe. Kennt ihr Königin von Saba zum Beispiel? War nicht eine Königin, ist ja egal. Auf alle Fälle eine mit einem schönen Rundfunkchassis drinne. Rundfunkchassis geht nicht, muss überholt werden. Rundfunkchassis ich ausgebaut, mit in die Werkstatt genommen, schön auseinandergebaut, schön repariert, wunderbar, Gerät wieder eingebaut. Kunde steht dann davor, ich will kassieren, vorgeführt, Kunde soll Geld bezahlen. Kunde sagt, darf ich die Rechnung sehen? Ja, können Sie sehen. Stand drinne zwei neue Skalenbirnen. Und da sagt der Kunde, was soll das denn, die Skalenbirnen, zwei neue? Ich sage, ja, gucken Sie vorne die Skala, schön, da können Sie schön schauen, der Zeiger bewegt sich. Ich sagte, nö, ich will nur eine Skalbirne haben. Das Geld kann ich mir sparen. Ich die Rückwand wieder aufgemacht, die Birne rausgeholt, Rückwand wieder drauf gemacht. Und dann sagt der Kunde, na, sehen Sie, seht doch, wie der Zeiger läuft. Die wollten mich betrügen. Warum soll ich zwei Birnen bezahlen, wenn ich nur eine gebrauchen kann? Das ist wirklich passiert. Das ist keine Story und nicht eher aus dem Stegreif soweit. Das ist uns passiert. Andere Seite, ihr habt den Antennenbau erlebt, wo wir auf dem Dach waren.
alles wunderschön gemacht. Da gab es Kunden, da stand der Mann dann in der Tür und sagte, Moment mal, Sie haben die Antenne da. Ist das denn eine neue Antenne? Oder wollen Sie mich bescheißen, haben eine alte abgebaut und ich soll jetzt die gebrauchte Antenne kriegen? Sagte ich, nee, gucken Sie sich an hier. Das ist eine Originalantenne, Originalkarton und so weiter. Das ist schon in Ordnung, ist eine neue Antenne. Denn die Kunden, das hat sich rumgesprochen, die Presse war ja damals genauso wie heute, gell, hat alles breitgetreten. Die Antennen wurden ja in Einzelteilen bei uns angeliefert in der Werkstatt. Die mussten wir zusammenbauen, aus vielen kleinen Teilen zusammenbauen. Das wollten wir nicht bei den Leuten am Dach oben machen oder im Regen machen. Das haben wir in der Werkstatt gemacht, schön zusammengebaut, ordentlich zusammengebaut. Die Antenne so gepackt, wie sie dann zusammengebaut war, hoch aufs Dach und oben angeschlossen. Ihr habt es gesehen, wie das war. Wenn die Antenne recht groß war, dann haben wir die von außen hochgeladen, so wie beim Antennenbau. Die Leitung runtergeführt werden, wurde an die Leitung eine Antenne drangehängt, wurde die Antenne hochgezogen, bis oben aufs Dach, bis an den Antennenmasten wurde dann montiert. Aber so Dinge sind vorgekommen, wo der Kunde gesagt hat, er wollte keine alte Antenne haben. Oder andererseits, innen drin haben wir Antenne gebaut oder irgendwas gemacht und haben ein bisschen Staub gemacht, ein bisschen Dreck gemacht. Da kamen einige giebige Hausfrauen an und haben uns gleich zur Sau gemacht. Wenn Sie hier Dreck machen, dann fegen Sie das Dreckzeug auch auf. Hier ist die Kehrschaufel. Sehen Sie zu, dass das in Ordnung kommt. Wenn wir was gebaut haben und wenn wir was gearbeitet haben, da waren wir auch hungrig. Es kam vor, ich wohne hier auf dem Dorf, dass die Leute die Wurst, die aus dem Räucherschrank kamen, oben auf dem Dach aufgehängt haben und am Dachboden aufgehakt haben. Jetzt haben wir die Würste da gesehen, haben die Antenne gebaut. Was haben wir mit uns gekämpft? Nehmen wir die Wurst einfach, schneiden uns ein Stück ab oder fragen wir unten den Bauern, können wir den Stück Wurst haben? Natürlich hat er es uns dann geschenkt und so weiter, gell? Das war gar kein Problem. Aber was ein Problem war für die Leute, uns wiederzufinden. Die Leute haben uns in der Zeitung gefunden, im Telefonbuch gefunden. Das heißt, die mussten uns ja wiederfinden. Dann habe ich hier so kleine Aufkleber gehabt. Die Aufkleber wurden direkt vorne an den Fernseher dran geklebt. Die Leute haben gesagt, kleben es gleich vorne hin, nehmen die Scheibe, damit wir das Jahr wieder finden. Denn wenn sie wieder kommen müssen, dann haben wir sie ja sofort an der Hand. Diese Fernseher gingen im Jahr zweimal kaputt, definitiv. Da war gar kein Weg drumherum. Die gingen kaputt, Röhren, Widerstände brannten ab und so weiter. Dann wollten die Leute gleich wissen, wo ist die Telefonnummer, wie kann ich den Mann erreichen. So, das nächste, das habe ich vom Otto. Ich habe den Otto gefragt, hast du auch mal ein Ding dabei? Sagt der Otto, ja, habe ich was gehabt, das war ein Ding, habe ich auch nie vergessen. Ich fahre zum Kunden hin, jede Menge Kinder in der Wohnstube. Ich sage zu der Frau, holen Sie mir mal bitte zwei Stühle. Die Frau guckte, ja, zwei Stühle, okay, zwei Stühle. Ein Stuhl kam vor den Fernseher und ein Stuhl kam hinter den Fernseher, wo ich meinen Werkzeugkoffer drauf machen konnte. Die Kinder, die kruschelten alle rum, die hätten mir das Ding leer gemacht, die hätten mir das Zeug geklaut. So, der kam dann auf den Stuhl drauf, ich hinter den Fernseher, hole den Spiegel raus. In unserem Koffer war jemand schöner Spiegel drin. Und der Spiegel wiederum, den haben wir vor den Fernseher gestellt, dass wir gesehen haben, ob das Bild synchronisiert war oder ob es durchlief oder nicht durchlief. So, ich mache den Fernseher fertig, der Otto-Mann natürlich, gell? Er macht den Fernseher fertig, alles geht wunderbar. Und auf einmal schreien die, Gerät geht, auf einmal schreien die Kinder, der blöde Otto ist wieder im Fernseher, der blöde Otto ist wieder im Fernseher. Die Mutter gleich hinzu, vollkommen erstarrt, wie sie denn den Otto so als blöden Otto bezeichnen konnte. Hat er den Fernseher repariert. Da ist nämlich im Fernseher vorne gekommen, diese blöde Sendung vom Otto. Ja, das kam immer so 4-5 Uhr für die Kinder. Ich weiß es heute auch nicht mehr, wie das war. Dann eine andere Sache. Dann haben wir einen Fernseher gehabt, komme ich hin zu den Leuten, komme rein und da sagen sie, ja, es hat so gestunken hier. Seit einer Woche stinkt es hier ganz furchtbar. Ich sage, was stinkt denn? Ja, das wissen wir auch nicht. Wir sind nicht drauf gekommen. Die Bude hat gestunken, ganz, ganz furchtbar. Ich mache die Rückwand auf. Fernseher, die Hochspannung hat gesprüht. Die Hochspannung hat richtig gesprüht. Und in der Hochspannung, dort, wo es gesprüht hat, da hing eine Maus drin. Die Maus war tot. Ich die mit der Kombizange hochgeholt, habe sie der Frau gezeigt. Ach, hier, die Maus hat gestunken, die ist skelettiert gewesen und alles Fleisch, alles war verbrannt, alles über die Hochspannung im Fernseher. Das ist passiert, Otto hat es bestätigt, kam vom Otto. So, dann, ich muss das immer ein bisschen aufschreiben, Kameraden. So, ach, dann Weihnachten, das war ja eine ganz böse Zeit. Weihnachten, da mussten wir immer parat stehen. Das war für uns die wichtigste Zeit, das ist wie bei dem Spielzeugverkauf, wird der meiste Umsatz gemacht. Bei den Fernsehern war es ganz genauso. Aber die Leute waren narrisch. Wir hatten Heiligabend gehabt, das ist wahr. Meine Mutter lebt nicht mehr, die hat es miterlebt. Das war wahr. Heiligabend kam jemand an, rief an, erst mal mittags, so gegen 3-4 Uhr, der Fernseher geht nicht. Ja, ich sage, ja, müssen Sie den Fernseher bringen, es ist Heiligabend, wir gehen hier in die Kirche, ich habe ein Kind und so weiter. Nee, der Fernseher muss repariert werden. Sie kommen, ich sage, nee, ich komme nicht. Haben Sie ein Auto? Nee, Auto hat er auch nicht gehabt. Sagt er, ja, dann müssen Sie einen Nachbar holen, müssen Sie zu mir bringen, das Fernsehgerät. Naja, gesagt, getan,
Es war nachher gegen 17 Uhr, kommt der Mann tatsächlich an. Steht der Mann tatsächlich auf dem Hof, hat den Fernseher dabei. Ich sage, was ist denn jetzt? Ja, Sie haben gesagt, und wenn ich ihn bringe, dann repariere ich ihn. Ich sage, ja, machen wir auch. Heiligabend, 19 Uhr, Kameraden. Da war das Essen schon auf dem Tisch, die Familie am Weihnachtsbaum, anständig angezogen. Ich in die Werkstatt, den Fernseher aufgemacht. Ich schließe den Fernseher an. Fernseher geht. Ich sage, wie, der Fernseher geht doch. Nein, aber das zweite Programm geht nicht. Ich sage, das zweite Programm, das geht doch jetzt schon seit Wochen nicht. Ja, das geht schon seit Wochen nicht. Aber meine Frau will heute Abend die Sendung sehen im zweiten Programm. Deshalb muss der Fernseher heute Abend das zweite Programm machen. So, was habe ich gemacht? Zwei neue Röhren in den URF-Tuner rein. Das war ja relativ einfach. Es ging immer die Röhren im Tuner kaputt. Die waren zugänglich, da kam auch gut dran. Rückwand ab, Röhren raus und Röhren rein, fertig. Und Geld kassiert und dann Heiligabend mit jede Menge Trinkgeld. Da waren wir ja froh und happy. Die Sache war ja erledigt. So schlimm war das denn, oder? Heiligabend, vor Heiligabend, Tag vorher, das Problem mit den Plattenspielern. Alle Leute haben Plattenspieler gehabt. In den Truhen drin oder so im Radio drin oder dabei stehen gehabt, einen Plattenspieler. Die schließen Heiligabend, wollen sie probieren, ob die Heinche-Platte läuft. Stehen drauf, Heinche-Platte geht nicht, Heinche-Platte dreht sich nicht. Kommt keine Musik raus aus dem Plattenspieler. So, was rufen sie an? Meister Jambo, kommen Sie bitte vorbei, der Plattenspieler geht nicht. Gell? Naja, gut. Ich fahre dahin, da habe ich eine Box gehabt für jede Menge Nadeln. Für den Plattenspieler konnte ja die Nadel kaputt sein. Die neue Nadel und dann Werkzeug für den Motor zum Reinigen, bisschen Öl dabei, bisschen Schmirgelpapier fürs Reibrad zu reparieren. Alles auseinandergebaut, den Kunden hingefahren, Plattenspieler auseinandergebaut, neue Nadel rein, das rein, kassiert. Damals waren wir schlau. Wir haben erstmal kassiert und nicht gesagt, bringen Sie das Ding morgen oder ich komme morgen und mache eine gute Reparatur. Haben wir gesagt, wir haben es erstmal repariert, die zahlen schon mal und wenn, dann schreiben wir das irgendwie gut. Die Kunden haben sich das ganze Jahr über nicht gemeldet. Die haben gewartet, bis Weihnachten wieder kam und dann ging das Theater wieder von vorne an. Das war alt hergebaut, das war immer das Gleiche. Und wo waren Fernsehtechniker auch noch für zuständig? Für die Christbaumbeleuchtung. Jeder von euch hat heute diese kleine Bündchen in der Reihe, alles geschaltet, alles preiswert für kleines Geld beim Kick oder beim 1-Euro-Shop zu kaufen, so Beleuchtung für die Weihnachtsbäume, war alles gar kein Thema. Aber früher, da haben wir so Leitungen gehabt, da waren dann 10 Lampen drin, die Lampen waren alle in Reihe geschaltet. Ich habe euch das am Fernseher schon mal erzählt. Die Reihenschaltung der Röhren bedeutete eine kaputt, alle kaputt. Alle funktionierten nicht mehr. Das heißt also, es musste diese eine Lampe ausgemessen werden, welche ist kaputt. Ja, die Leute haben nämlich dann neue Lampen gekauft, zwei neue Lampen gekauft, sind zum Händler gegangen und haben die immer wechselweise reingeschraubt. Aber haben immer wieder eine kaputte mit reingeschraubt. Aber sie konnten ja diese Lampe nicht ausmessen, welche kaputt und defekt ist. Dabei haben wir auch gutes Geld verdient. Ja? So, haben wir noch was für euch? Ach, das Wichtigste war ja an und für sich das Trinkgeld. Es gab ja Kunden, die waren schlau. Die haben das Trinkgeld auf dem Fernseher draufgelegt und haben gesagt, mein Mann meint, sie würden rauchen. Ich habe ihnen schon mal die Packung Zigaretten oben draufgelegt. Na gut, da wussten wir, guter Kunde, niedrige Rechnung, in Ordnung. Oder die Frau hat gesagt, ich habe Ihnen schon mal eine Flasche Wein aus dem Keller geholt für Sie. Die können Sie dann mitnehmen, wenn die Reparatur beendet ist und wenn Sie den Fernseher nicht mitnehmen müssen. Naja gut, das haben wir gemacht, haben die Zähne zusammengebissen, die Teile aus dem Koffer rausgeholt. Ihr habt den Koffer schon mal gesehen und haben dann das Ding dabei repariert. Hat funktioniert, ging einmal frei. Oder eine andere Sache, Kunde rief an und sagte vom Radio, das Radio geht nicht. Es hat gestunken nach Schwefel, ganz, ganz, ganz furchtbar, es hat gestunken. Was wussten die Fernsehtechniker? Da ist der Gleichrichter hochgegangen, der ist kaputt gegangen, die Sicherung hat gehalten, der Gleichrichter ist verschmort. Das stinkt wirklich ganz gotterbärmlich, wie so faule Eier, wie so richtig faule Eier. Gell? Und daher kam das dann auch, der Gleichrichter ist kaputt, gleich riecht er. Das waren unsere Sprüche, wir wussten, was los war. Wurde repariert, Kunde hat Geld bezahlt und fertig. Eine andere Sache, wir waren ja auch zuständig fürs Auto zum Entstören. Wir haben Autoradios eingebaut, wir haben dann die Autos entstören müssen. Es, für euch als Fachleute, es kam Zündentstörstecker rein, es kam in die Zündleitung entstörte Zündverteilerstecker rein, es kam Verteilerfinger entstört haben. Und das waren immer so jede Menge 5 bis 10 Kilo, um die wir da reingeschraubt haben. Im Endeffekt wurde der Zündfunke immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Dem Kunde war das egal. Das Ding hatte einen Berg versagt, das kam kaum der Berg hoch, aber er konnte störungsfrei Radio hören. Am schlimmsten war ja die eingebauten Kofferradios in den Autoradios. Das musste entstört werden, ohne Ende, ohne Ende. Aber der Kunde fuhr und die Kisten liefen nicht mehr. Es war ein böses Thema war das. So, naja. Und
was dazu kam, haben wir auch die Antennen eingebaut in die Autos. Da mussten wir die Antennen einbauen. Wir haben einfach ein Loch gebohrt, da gab es eine Bohrschablone von Bosch, wurde dann angelegt an den Kotflügel, da ist ideal einzubohren für die Schrägmontage, für die Waagrechtmontage, wurde dann das Loch gebohrt, richtig gebohrt und gefeilt, bis das Ding gepasst hat und außen ein bisschen gekratzt, damit die Antenne schön Masse hatte, das war immer wichtig, damit die keine Störung gab, damit es gute Masse gehabt hat, die Antenne war geerdet. Aber was glaubt ihr denn, wie nach einem Jahr das Loch ausgesehen hat. Das würde sich heute gar keiner mehr trauen. Keiner würde sowas da mehr montieren. Da war Rostfraß rund um das ganze Rohr, das ganze Ding. Aber die Antenne war montiert und es hat keine Störung gegeben. Auch das war unser Job als Fernsehtechniker. Die Leute kamen auf den Hof und wollten das eingebaut haben. Was wollten wir machen? Wir wollten ja Geld verdienen. Wir mussten ja Geld verdienen. So, ich habe noch eine Story. Da kommt ein Kunde an und bringt so ein wunderschönes Kofferradio. Die Dinger waren damals richtig teuer. Die haben richtig viel Geld gekostet. Das ist ein Schaum, ist egal wie der heißt. Die haben richtig viel Geld gekostet. Der kommt an und zeigt dann das Radio, dass die Antenne abgebrochen war. So, die Antenne war hier unten abgeknickt, war abgebrochen. Der Mann hat sie kaputt gemacht. Das Ganze war zweimal. Was habe ich gemacht? Habe eine neue Antenne gekauft, habe eine neue Antenne da reingebaut. Das hat vielleicht 20 D-Mark gekostet. So eine Antenne für 20 D-Mark für den Kunden reinbauen, das war 3-4 Stunden Löhne garantiert, die er arbeiten musste, um so eine Antenne zu haben. Ich gemacht, alles wunderbar, alles wunderschön. Was macht der Kunde? Kommt 2 Tage später wieder, sagt, das ist eine Scheißantenne, die ist schon wieder umgeknickt. Die sieht schon wieder so aus. Ich sage, wieso das denn? Was haben Sie denn gemacht? Gar nichts habe ich gemacht. Ich habe sie zusammengeschoben wie immer. Ja, sag, zeigen Sie mal, wie Sie das gemacht haben, die sie zusammengeschoben. Ich nehme nur mal ein Muster hier. So, hat der Kunde dann gesagt, ach, ganz einfach, die Antenne dann, so war die Antenne ausgemacht, da habe ich einfach von oben da drauf dann und habe drunter gemacht, bis sie kaputt war. Ja, dann irgendwann bricht die in der Mitte ab, weil ich keine Zentrierung für meine Finger hier habe. Die Antenne wird so zusammengeschoben, indem man von unten anfängt, so, hier unten ist sie ganz auseinander, man schiebt sie von hier rein, da rein, da rein, da rein, da rein, da rein und da rein, so. Die ist dann sicher eingeführt und wieder reingelassen. Der Mann stand auch auf und sagte, das hat mir noch nie einer erzählt. Sag ich, jetzt haben sie erzählt. Jetzt müssen sie wieder 40 Euro bezahlen für 2 Antennen. Der hat D-Mark. Das hat er gelernt, hat er nie wieder gemacht. So, jetzt habt ihr mal einiges gehört über schräge Kunden, das, was wir gehabt haben, was wir erlebt haben. Das könnten wir tagelang weiter erzählen. Uns wird schon mal was einfallen. Aber so ad hoc schnell was zu erzählen, was damals war, ist schwer. Es ist ja vergessen, ja, dass es Leute gab, die nicht bezahlt haben, nicht bezahlen wollten. Das gab es immer wieder. Das gibt es in jedem Job. Das gab es bei uns, das gab es in anderen Jobs. Davon wollen wir uns ja gar nicht erzählen. Was hat mein Anwalt immer gesagt? Schmeiß gutes Geld, schlechtem Geld nicht hinterher. Wenn einer nicht bezahlt, bezahlt er nicht. Verschmerz es, vielleicht kriegst du nächstes Jahr wieder den Fernseher und dann kannst du dein Geld richtig reinholen. So, das war es dann. Also, liebe YouTube-Freunde, nur mal kurz, was wir für Kunden gehabt haben. Ist das richtig, Marco? Wolltest du das so haben? Marco nickt hinter der Kamera. So ist in Ordnung. Ciao, ciao, Kameraden. Bis zum nächsten Mal.